Da haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Cool. Wir gehen jetzt mal hier lang. Das ist die Mitre Street, aus der Constable Watkins gekommen ist, kurz bevor er die Leiche entdeckt hat. Hier ist nichts Interessantes. Ach so, deswegen. Watson, komm mal. Was ist das hier? Nö, okay. Watson, komm mal. Komm mal, komm mal. Watson, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo das Leben der armen Catherine Eddowes sein tragisches Ende genommen hat. Ziemlich dunkel hier. Hier ist es ziemlich dunkel, ja. Holmes. Wahrscheinlich hat der Mörder deswegen diesen Ort gewählt. Sollen wir die jetzt mal angucken oder erstmal nochmal die Gegend? Ja, erstmal angucken. Erinnern uns diese herumliegenden Gegenstände nicht an etwas, Watson? Neben der Hand des Opfers liegt ein Fingerhut. Eine Parallele zu Annie Chapmans Pillen und Lestrides Pastillen. Der Haupteinschnitt erstreckt sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Der Mörder hat den Unterleib wie bei einem Tier geöffnet. Eine Niere wurde entfernt. Die Gebärmutter wurde entfernt. Der Kopf wurde nach links gedreht. Der Mörder muss also auf der rechten Seite des Opfers gewesen sein. Sehen wir uns die Frau von vorne an. Oh, die Nase ist weg. Die Nase wurde abgeschnitten. Die Wangen wurden verstümmelt, damit sie wie eingefallen wirken. Ups. Kann ich hier nichts machen, weil da liegt doch was. Nö. Moment. Nur ein Einschnitt ist zu erkennen, Watson. Er verläuft von links nach rechts. Ah. Nur ein Einschnitt ist zu erkennen, Watson. Er verläuft von links nach rechts und leicht schräg nach unten. Er saß ja auf der Seite. Wahrscheinlich saß er hier oben und hat das dann so gemacht. Die Augen. Die Augenlider wurden abgeschnitten. Ich will ja wissen, was das hier ist. Ja. Haben wir noch was hier? Die Innenseiten der Oberschenkel sind sauber. Auch bei diesem Mordfall gab es keine sexuellen Handlungen zwischen dem Opfer und dem Täter. Hier ist noch was. Die Eingeweide wurden am Stück entfernt, um an den Unterleib heranzukommen. Ein Stück der Schürze fehlt. Darum kümmern wir uns später. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Mein Gott, Holmes! Das war das reinste Gemetzel! Aber Sie müssen verstehen, Watson. Der Täter hatte nicht die Zeit dazu, um sich mit Feinheiten aufzuhalten. Zumal die Bedingungen alles andere als ideal waren. Er hatte bestenfalls 7 oder 8 Minuten Zeit, um die Frau zu töten und aufzuschneiden. Und das alles in absoluter Dunkelheit. Holmes, wir reden hier über eine Frau. Über das tragische Opfer eines schlimmen Verbrechens. Durch das Verstümmeln des Gesichts und Aufschneiden des Unterleibs an etwa 20 bestimmten Stellen, vor allem im Bereich der Lunge und der Leber, hat dieser Mann viel Zeit verloren und ein hohes Risiko in Kauf genommen. Diese Vorgehensweise, die ich für willkürlich hielt, ist alles andere als willkürlich und dient wie die Entnahme der Organe einem bestimmten Zweck. Zuallererst müssen wir die 3 Zugänge finden, die zum Mitre Square führen, Watson. Alles klar. So, hier ist, glaube ich, ein Zugang. Die Church Passage. Der Imperial Club in der Duke Street muss hier ganz in der Nähe sein. Gehen wir bis zum Ende dieser Straße, Watson. Tun wir das mal, Watson. Ist das nicht Isaac? Guten Abend. Sie sind Abraham Solomonowitsch, nicht wahr? Ja, der bin ich. Aber ich kenne Sie. Sie sind mit einem Jungen in meinem Laden gewesen und ich sollte mich um seine Katze kümmern. Außerdem haben Sie sich meine Schutzmaske ausgeliehen. Richtig. Darf ich vorstellen? Dr. Watson, natürlich. Angenehm. Und Sie?
Ich habe vor einigen Tagen erfahren, dass Sie ein Detektiv sind und Sherlock Holmes heißen. Ist das richtig? Sie sind ja bestens informiert. Die Kinder haben meine Identität preisgegeben, nicht wahr? Eher unfreiwillig, muss ich gestehen. Ich habe Ihr Vertrauen mit einer Fellbürste und einem halben Kuchen gewonnen. Da haben die Kinder ein gutes Geschäft gemacht und ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen. Dennoch muss ich Sie bitten, Stillschweigen über meine Identität zu bewahren. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich war einfach nur neugierig. Würde es gegen die Diskretion verstoßen, wenn Sie mir verraten, warum Sie Ihre Ermittlungen hier in diese Gegend führen? Ja. Was wissen Sie über diese Gegend und den Mitre Square? Hier lebt ein Dämon, Mr. Holmes. Seine unaussprechlichen Taten sind unmenschlich und bringen die jüdische Gemeinde ernsthaft in Gefahr. Es wird viel spekuliert, aber das sind alles nur Gerüchte. Wie ich sehe, kommen Sie gerade aus dem Imperial Club. Er ist nur einen Steinwurf vom Mitre Square entfernt und bestimmt hat man dort über die zwei letzten Morde heiß diskutiert. Wissen Sie, ob jemand aus dem Club in dieser Nacht etwas gesehen oder gehört hat? Ja, Mr. Holmes. In dieser Nacht haben drei Mitglieder des Clubs gesehen, wie sich am besagten Ort eine Frau mit einem Mann unterhalten hat. Nur wenige Minuten bevor die Leiche am Ende dieser Straße gefunden wurde. Sind Sie sicher? Holmes, haben Sie das gehört? Beruhigen Sie sich, Watson. Im Moment lässt nichts darauf schließen, dass es sich dabei um das Opfer gehandelt hat. Können wir mit diesen Mitgliedern des Clubs sprechen? Ich befürchte, das ist nicht möglich. Nachdem die Polizei die Aussagen dieser Männer entgegengenommen hatte, mussten sie sich zur Geheimhaltung verpflichten. Ich verstehe. Aber Sie setzen sich für das Gute ein. Und deswegen will ich Ihnen sagen, was ich weiß. Einer dieser drei Männer, mein Freund Joseph, hat in dieser Nacht den Imperial Club mit zwei anderen Mitgliedern verlassen. Mit Harry und einem weiteren Mann namens Joseph. Das war gegen 1.35 Uhr, vielleicht etwas früher. Als Joseph, nicht mein Freund, sondern der andere Joseph, ein Metzger aus Aldgate, den Club verlassen hat, hat er gesehen, wie sich ein Mann und eine Frau unterhalten haben. Und zwar genau hier, wo wir stehen. Dann müssen diese Männer ungefähr 5 Meter von dem Paar entfernt gewesen sein. So ist es. Joseph, der Metzger, hat in die Richtung des Paares gezeigt und zu den anderen beiden gesagt, seht nur, wenn ich solche Leute hier sehe, gehe ich den Weg nach Hause nicht gerne alleine. Mein Freund Joseph hat sie angesehen, ohne dass ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen wäre und hat nicht verstanden, was der andere Joseph gemeint hat. Sie haben zwar etwas ungepflegt ausgesehen, aber mehr nicht. Die Aussagen? Haben diese drei Männer nach dem Mord der Polizei erzählt, was sie gesehen haben? Nicht wirklich. Harry hat angegeben, das Paar nicht gesehen zu haben. Joseph, der Metzger, hat gesagt, er könne sich nur daran erinnern, dass der Mann etwa 3 Zoll größer war als die Frau, die selbst höchstens 5 Fuß groß war. Obwohl er derjenige war, der in ihre Richtung gezeigt und über sie geredet hat. Mein Freund Joseph hingegen hat versucht, der Polizei so gut wie möglich zu helfen. Die Beschreibung. Und was hat Ihr Freund Joseph gesagt? Wie haben dieser Mann und diese Frau ausgesehen? Der Mann muss etwa 30 Jahre alt gewesen und ungefähr 5 Fuß 7 Zoll groß gewesen sein. Er hatte einen hellen Teint und einen blonden Oberlippenbart. Er trug weite, dunkle Arbeiterkleidung, eine graue Kappe und einen roten Schal um seinen Hals. Joseph gab jedoch an, er hätte ihn nur für einen kurzen Augenblick gesehen und könne ihn deswegen unmöglich identifizieren. Und die Frau? Er hat sie nur von hinten gesehen. Ihre Hand hat den Bauch des Mannes berührt und sie schien ihn wegzudrücken.
Er hat noch gewusst, dass sie klein war und schwarze Kleidung sowie eine schwarze Haube getragen hat. Nachdem seine Aussage zu Protokoll gebracht worden war, zeigte die Polizei ihm die Kleidung des Opfers. Und Joseph meinte, dass sie genauso aussehen würde wie die Kleidung der Frau, die er gesehen hat. Wie bereits erwähnt, hat er die beiden nur kurz gesehen, da er mit seinen Begleitern in Richtung Aldgate unterwegs war. Eine letzte Frage. Der Imperial Club ist ein jüdischer Verein, richtig? So ist es. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Solomonowitsch. Ach, keine Ursache. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass dieser Dämon wieder zuschlägt. Und die Polizei scheint damit gewisse Schwierigkeiten zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Holmes. Ja, das tue ich auch. Das habe ich mir schon die ganze Zeit angeguckt. Bei diesem Gebäude handelt es sich um die große Synagoge von London. Abgeschlossen. Tja. Wo ist denn der Club? Hier? Können wir mal reingehen? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Der Imperial Club. Dann gehen wir da nicht rein. Und hier geht es wahrscheinlich nicht weiter, oder doch? Hier ist nichts Interessantes. Nee. Gucken wir uns mal hier um, vielleicht. Ja, vielleicht ist der Mörder hier gewesen. Beeil dich. Hier ist nichts Interessantes. Nö, dann gehen wir jetzt zurück. In die Gasse. Wir könnten hier nochmal diese Karte angucken. Synagoge, Imperial Club. Das ist hier keine Passage. Dann ist hier diese Straße noch. Und mehr eigentlich nicht, also. Hier ist sicher auch nichts mehr. Oder? Komm mal, Watson. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Nee. Dann ja, dann geht's da hinten wieder weiter. Nämlich hier. Diese dunkle, enge Gasse führt zum St. James Place. Watson, wir müssen unsere Zeitachse zu Hilfe nehmen, die schon für den Mord im Duddfields-Jahr zum Einsatz kam. Dieses Mal müssen wir jedoch rekonstruieren, was einige bestimmte Leute getan haben. In diesem Fall die beiden Polizisten. Okay, 1:30 Uhr ist der dann, 1:30 Uhr. Constable Watkins hat während seines Rundgangs die Leiche nicht gesehen. So. Wenn Constable Watkins seinen Rundgang ordnungsgemäß durchgeführt hat, und darüber besteht kein Zweifel, da er die Leiche eine Viertelstunde später entdeckt hat, kann sich der Mord noch nicht ereignet haben. Und niemand war auf dem Mitre Square, sofern dem Constable in der Dunkelheit nichts entgangen ist. Betreten Sie von der Mitre Street kommend den Mitre Square, Watson. Bleiben Sie dann stehen und versuchen Sie, mich mit Hilfe der Lampe zu sehen. Ich stehe da, wo die Leiche der armen Catherine Eddowes lag. Da. Bin ich jetzt hier schon? Moment. Nee, ich kann den jetzt zwar sehen, aber...
Also ich sehe den jetzt. Ich kann Sie sehen, Holmes. Perfekt, Watson. Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Uhr 42. Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. Wir müssen berücksichtigen, dass der Constable den Mitre Square nicht betreten hat. Er konnte die auf dem Boden liegende Leiche nicht sehen. Aber hätte er einen stehenden oder sitzenden Mann sehen können? Gehen Sie zur Church Passage. Kommen Sie zurück und versuchen Sie, mich mit Ihrer Lampe zu sehen. Ich stehe an der Stelle, wo das Opfer entdeckt wurde. Alles klar. Warte, ich gehe hier hin und los. Ich kann Sie sehen, Holmes. Sie mussten weitergehen und den Platz betreten, um mich zu sehen, was Constable Harvey jedoch nicht getan hat. Es kann also gut sein, dass der Mörder noch dort war. 1.42 Uhr. Constable Harvey erreicht den Mitre Square, betritt ihn jedoch nicht. Der Mörder könnte noch dort gewesen sein. 31 wurde der Mord noch nicht verübt. Sehr gut, Watson. Wir können also kategorisch ausschließen, dass sich der Mord vor 1.30 Uhr ereignet hat. Das könnte also wirklich passiert sein. Um 1.35 Uhr unterhalten sich ein Mann und eine Frau am Zugang zur Church Passage. Der Mann kam aus Richtung Aldgate. Ja, und hier wurde die Leiche entdeckt. 1.44 Uhr. Die Leiche wird entdeckt. Platzieren wir den Mord an der armen Catherine Eddowes auf der Zeitachse, Watson. Zwischen 1.35 Uhr und 1.42 Uhr. Der Mord scheint in diesem Zeitraum verübt worden zu sein, also innerhalb von 7 Minuten. Ja, Holmes. Aber beweist das wirklich, dass der Mörder genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen? Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Tun wir doch. So, Watson, jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass der Mörder tatsächlich genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen. Unglaublich! Unglaublich! Werfen wir einen Blick auf unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen, Watson. Tun wir das? Der Whitechapel-Mörder hatte genug Zeit, um sowohl Elstride als auch C. Eddowes zu ermorden. Aber ich glaube, das meint er nicht, sondern das hier. Okay, neben der Hand des Opfers wurde ein Fingerhut gefunden. Das heißt, dass die einen Fingerhut in der Hand gehalten hat. C. Eddowes Leber und Lunge wiesen keine Einschnitte auf. C. Eddowes wurde eine Niere und die Gebärmutter entnommen. C. Eddowes Nase wurde abgeschnitten. C. Eddowes Augenlider wurden abgeschnitten. C. Eddowes Wangen wurden aufgeschnitten und dadurch verunstaltet. C. Eddowes Mörder hat eine Abneigung gegen Nieren. Wie es klingt. C. Eddowes Mörder verfügt über anatomisches Wissen. C. Eddowes Mörder verfügt nicht über anatomisches Wissen. Eigentlich schon, ne? Ja. Haben wir hier noch... Ah, hier haben wir noch was. Bei der Verletzung am Hals handelte es sich um einen Schnitt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Die Gegenstände nahe des Boden... nahe den Füßen des Opfers wurden dort ordentlich hingelegt. Der Haupteinschnitt erstrecke sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Ein Stück von C. Eddowes weißer Schürze wurde abgeschnitten. Bei der Verletzung am Hals handelte es sich um einen Schnitt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten erwies.
Der Mörder stand hinter dem Opfer. Der Schnitt wurde schnell und mit großer Kraft durchgeführt. Der Mörder wollte das Opfer enthaupten. Ich glaube, dass dann hinten stand. Der Mörder ist. Nee. Der. Also. Wie der, hier. Der. Wie hieß er jetzt nochmal? Der Katzentyp da halt. Gesagt hat, dass der Typ, mit dem Cedos da gesprochen hat, größer war. Also kann er schon mal nicht kleiner sein. Die Einschnitte waren nicht tief. Ja, ich würde aber die Verletzung gleich der von Elstwright anklicken. Rechtshändler, das ist falsch. Linkshändler ist auch falsch. Beidhändig ist auch falsch. Dann stand er nicht hinter dem. Hä? Moment. Okay, das hätte ich jetzt als zweites gesagt. Der Schnitt wurde schnell und mit großer Kraft durchgeführt. Ist klein und Linkshänder, er hat sein Opfer erwürgt. Genau. Ein Komplize von Elstwaldmörder hat sie Eddows umgebracht. Elstwaldmörder hat sie. Ja, auf jeden Fall. Der Mörder hat den Bauch wie bei einer Operation aufgeschnitten? Nee, überhaupt nicht. Ciedos Mörder hat ihren Unterleib wie bei einem Tier aufgeschnitten. Die Gegenstände nahten, ja, die wurden ordentlich hingelegt. Mir wird übel an diesem Ort. Können wir nicht nach Hause gehen, Holmes? Natürlich nicht, Watson. Einen letzten Ort müssen wir noch aufsuchen. Erinnern Sie sich an das fehlende Stück der weißen Schürze? Es wurde nur einige Schritte entfernt am Eingang eines Gebäudes gefunden. Dorthin müssen wir gehen. Wo sind wir denn? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich weiß ja nicht, wo wir sind. Ach nee, hier sind wir ja. Und los. Hier ist es, Watson. In der Nacht ist die Goulston Street wie leer gefegt. Was es uns erlauben wird, einige Experimente durchzuführen. Suchen wir den Hauseingang, wo das Stück der Lederschürze des Opfers und die sonderbare Kreidenachricht entdeckt wurden. Eventuell hier? Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Wir sind im jüdischen Geschäftsviertel. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Hat das jetzt was zu bedeuten, dass wir jetzt im jüdischen Viertel sind? Hier ist nichts Interessantes. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich will doch hier auf die andere Seite hier. Watson, komm doch. Sehen Sie sich diese Schilder. Heißen die alle so oder gibt es noch einen dritten davon? Wo sind denn hier die Kreidesachen? Ich glaube, ich bin schon da. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ja, davor, da. Ja, dann komm nochmal, Watson. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Vorbeigelaufen, wollte ich glaube ich sagen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Sehen Sie sich diese Schilder an, Watson. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile. Sehen Sie sich diese Schilder an.
verstanden, dass wir im jüdischen Geschäft Hirte sind. Sehen Sie sich diese Schilder an. Jaha. Sehen Sie sich diese Schilder an. Sehen Sie sich diese Schilder. Aber wo ist denn hier was mit Kreide aufgemalt worden? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Nö, echt nicht. Hier ist nichts Interessantes. Ist nix? Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Jo, und wenn er mal ein bisschen schneller laufen würde, ne? Wir müssen den Hauseingang finden, in dem das Stück der Schürze des Opfers und die mysteriöse Kreidenachricht entdeckt wurden. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen.